So, da war uns doch glatt. Hallo? Da war uns doch glatt der Bus abgesoffen. Nicht wahr? Und es ist ja dann meistens so, dass er möchte, dass der Gang wieder in neutrale Position gesetzt wird. Finde ich auch in Ordnung, nur selbst wenn ich auf den für den Gangwechsel vorgetasteten Tasten herumhämmere, ändert sich da nichts. Egal, ob ich runterschalte, hochschalte. Ich habe schon 100 Gänge runter, 100 Gänge hoch. Nein, neutrale Position findet er nicht. Gibt es nicht. Also hieß es für mich speichern und laden. Naja. Kannst du Macke nixe, musst du gucken zu. Haben wir jetzt hier Matt? Also geht es weiter. Kurz vor Nürnberg sind wir schon. Was heißt schon? Also wir haben ja noch ein paar Kilometer vor uns, bis wir in Rostock sind. Also ist jetzt nicht unbedingt. Ne? Ups. 80? Ja. Die 80 akzeptiert er dann auch wenigstens hier. Huch, was war das? Hätte jetzt aber auch ruhig. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Das ist kein Elchtest. Ihr habt's gesehen, ne? Ich habe versucht auszuweichen. Aber es hat nicht geklappt. Stimmt, ich wollte eigentlich noch, ne, die Dings, die Bremseinstellung ändern. Wir können das ja mal einfach mal gemeinsam testen. Was meint ihr? Und zwar Steuerung, Fahrzeug, Bremse, S, Einstellung. Ach, die ist sogar auf 1. Huch. Ich dachte, die wäre. Ich meine, die Fade-Time, die ist sogar so gering. Mal gucken, wenn wir die noch halbieren. Hallo. Ich möchte gerne. Ja gut. So sollte es eventuell auch gehen, ja. Wir probieren es mal. Wir werden sehen, was daraus resultiert. Was passieren wird. Oh Gott. OMG. Genau. Ah, und ich wollte mal schauen, ob sich das jetzt. Verbessert hat. Aha. Aha. Okay. Ja, so langsam wird's was mit dem Fernbus-Simulator offensichtlich. Er hat jetzt meine Tabulatoreingabe erkannt. Wäre natürlich schön, wenn die Ampel erkennen würde, dass wir es eilig haben. Also Ampelflüsterer-mäßig, ja, also dass die das quasi telepathisch schon erkennen würde. Oh, der Tetrabus kommt, den muss ich auf jeden Fall vorlassen. Ja, irgendwie haben die sich alle hier verfahren, kann das? Ja, beide stehen so merkwürdig in der Spur.
Ah ja, gut. Huch. Nicht wieder alle Spuren benutzen. Natürlich ist hier wieder Fuftsch angesagt. Nürnberg. Und wir wollen ja nicht unbedingt auch noch zusätzlich geblitzt werden. Ich habe jetzt noch keinen großen Unterschied gemerkt. Okay, das war jetzt auch ein Bremsmanöver aus geringerer Geschwindigkeit. Wir müssen uns das Ganze mal, also wir müssen das mal in Augenschein nehmen. Wenn es dann wirklich auf der Autobahn, wenn wir da von Höchstgeschwindigkeit herunterbremsen, wie sich das dann anfühlt. Beziehungsweise wie der Wagen dann reagiert, also der Bus. Ja, könnte sein, dass es etwas härter ist vom Bremsen her. Ich habe auf jeden Fall noch kein Bremsfehlverhalten verursacht. Das ist schon mal beruhigend. Aha, offensichtlich hat der erste FC Köln heute ein Heimspiel. Oder? Ja, vermutlich. Es laufen beschalte Menschen an meinem Fenster vorbei mit Köln-Schals. Ja, das. Und Tarikos. Also ist es wohl wieder soweit. Muss ich hier wohl rechts? Nun denn. Dann sollen wir das auch mal machen. Unser Navigationssystem spinnt auch mal wieder rum. Der übliche Afterloading-Superspur-Effekt, wo wir quasi 1000 Spuren gleichzeitig befahren sollen. Ist schwierig. Ich habe es probiert, aber es ist sehr, sehr schwierig. Ja. Oh, schicke Hecke hier. Huch. Okay. Ist also Nürnberg. Ja. Oh, oh. Weiter im Text. Aha. Da hinten ist dann also auch schon unsere Haltestelle. Gerade konnte ich sie kurz erspähen. Auf dem Navigationsscreen. Ja. War ja klar. Wollen wir noch einen kleinen Abstecher ins Casino machen? Oder wie sieht das eigentlich aus? Ah ne. Hinter Würzburg ist erst die nächste Pause angesagt. Das ist ja, das ist ja okay. Haben wir ja noch ein bisschen. Machen wir jetzt erstmal gleich eine Freischaltaktion in Nürnberg. Da sind ja sehr viele Menschen. Zack. So. Schauen wir doch mal.
Wer will mit? Wer will weg? Ihr wollt mit. Es dürfen. Ja. Rostock, das sieht gut aus. Super. Yeah, voll cool, ne? Hallo, Schnuckelchen, was mit dir? Ach, Potsdam. Jawohl, Svenja. Danke. Bitte. War es das dann, ja? Okay. So. So. Alle da, irgendwas zu checken? Nee, ne? Nee, gut. Alles wunderbar. 13.46 Uhr. Abfahrt, es ist 13.23 Uhr, also springen wir wieder ein wenig in der Zeit nach vorne und starten. Hallo und herzlich genau, willkommen. Unsere Ansage, wir freuen uns, dass damit wir ordentlich und wir Punkte verdienen. Unser heutiges Reiseziel ansteuern. Mhm. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anzeige. Diese Hinweise haben wir ja noch nie gehört. Ach guck, die Wölkchen lösen sich gerade auf. Na dann. Das ist die große Nürnberger... Der große Nürnberger Busbahnhof oder wie? Noch ein Hotel. Hatten wir das nicht gerade auch schon mal ein Hotel? Ja, ganz schön viele Hotels hier in Nürnberg. Über eure Likes und Nachrichten. Wahrscheinlich euer Akku zur Neige gehen, alles für den Christkindlmarkt. Oder so, ja. Ja, so könnt ihr mindestens. Smartphone, die gesamte Fahrt Smartphone? Wenn ihr dann können Fahrt wir ja jetzt, wollt, genau, jetzt starten, endlich. Unsere App. Und du darfst endlich ruhig sein. Achso. Ich dachte gerade, wieso kann ich kein Gas geben? Wartest du? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ich habe ja nur einen Blinker zum Spaß gesetzt. Unglaublich. Naja. Machst du nix. Was? Was haben wir da? Achso, NM. Ist das Neumünster oder was? Schwest das jetzt gar nicht so. Ah, wir haben noch keine Zeit. Ein bisschen anhupen hier. Ach, und er fährt noch eine Ehrenrunde. Ja, wenn er meint. Hat wahrscheinlich Parkplatz gesucht, oder? Irgend sowas. Oder er ist ein wenig verwirrt. Das weiß ich jetzt nicht so genau einzuschätzen. Also ordentlich was los in Nürnberg. Jawohl, das ist sehr schön. Dass wir quasi direkt schon wieder weiterfahren dürfen. Gefällt uns natürlich. Und so eine kleine grüne Welle. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Tatsächlich. Eine kleine grüne Welle in Nürnberg. Erstaunlich, aber wahr.
Was mag uns noch erwarten auf unserem weiteren Weg in den hohen Norden hinein, auf der östlichen Route, auf der östlichen Tetragamer-Route? Haben wir nicht schon alles gehabt? Eine neue Rastmechanik, Pausenmechanik. Könnten Sie mal das WC freischalten? Das könnte ich, soll ich? Hallo? Ich wollte gerade sagen. Er wird doch wohl... Oh. Ach du Scheiße. So, ja, ist genau. Du hast dich ebenso verfahren wie ich mich. Ja, so bin ich ja nicht allein. Sehr beruhigend. Alles steht hier kreuz und quer. Aber das gehört zum Spiel dazu, glaube ich. Das muss so sein. Gut, warum man nicht ganz auf die Spur drauf fährt, weiß ich nicht. Ich kann es nicht. Oh, das könnte auch noch problematisch werden. Hoffentlich lässt er mich gleich rein, nicht dass das wieder einen Unfall gibt. Ja, jetzt blockieren wir natürlich doof hier. Aber warum er da vorne nicht fährt? Super. Hoffentlich fährt er rein, wenn sein Vordermann gleich losfährt. Also wenn wir grün bekommen. Die stehen alle. Das gibt's doch nicht. Also der KI-Verkehr hier, das ist echt, das ist die reinste Katastrophe. So. Probieren wir das Ganze nochmal. Unglaublich. Steht alles kreuz und quer, aber bewegt sich nicht. Kein Stück. Auch bei grünen Ampeln. Nada niente nix. Warum? Man weiß es nicht. Es sind verwirrte NPCs in den Autos, die einfach nicht wissen, was soll ich tun? Ist das hier das Gaspedal? So. Nun gut. Ich wollte gerade sagen, gibst du mal Gas hier? Herr von und zu Busmeister. So richtig hell. Uah. Alles verschüttet. Danke. Bitte, Entschuldigung. So richtig hell will es irgendwie im Bayernland hier aber auch nicht werden. Es ist... Na gut. Ein diesiger, nebliger Herbsttag. Im Gegensatz zu dem sonnigen Herbsttag hier im Real Life. Aber das macht ja nichts. Kilometer, ja. Mal schauen, ob wir da noch auf die Bahn kommen. Oder doch wieder einen großen Teil Landstraße vor uns haben. Das wird sich dann herausstellen, sobald wir noch näher an Würzburg herangekommen sind. Würzburg. Warum? Hoppala. Erinnert mich das jetzt so an Gewürze? Ah, vermutlich, weil ich schon wieder Hunger habe.
Oh Mann, oh Mann. Aber wirklich viel los ist ja hier nicht. Ich meine nicht, dass ich das jetzt sonderlich schlimm finde. Nein, nein. Ganz und gar nicht, weil es macht mir das Leben leichter, aber das ist, es wundert mich halt. Jetzt gerade, wo es zweispurig, wahrscheinlich kommen die Schleicher dann, wenn es wieder einspurig ist. Und ich nur mit Mühe und Not überholen kann. So wird es sicherlich sein. So als zusätzliche Challenge. Nicht wahr? Es ist auf jeden Fall was hügeliger hier. Wenig auf und ab. Ist auch nicht der neueste Straßenbelag, über den wir hier drüber brettern. Man sieht zum Teil die doch arg rissigen und brüchigen Stellen. Aber das dürfte sich dann ja ändern, wenn wir noch weiter in den Osten vorstoßen. War das ein Seitenhieb? Nein. Es war eine Feststellung. Ist ja auch so. Ich meine, hey, dafür sah es davor auch echt marode aus. Ich bin kurz nach der Maueröffnung mal drüben gewesen, 1990. Und ja, Junge, Junge. Das war nicht so ganz. Nicht so ganz schön, was man dort sehen konnte. Also zumindest, was die Infrastruktur und so weiter betraf, sah es im Osten doch wirklich, boah, schlimm aus zum Teil. Und da hat sich ja nun wirklich viel verändert. Viel verändert, ja. Natürlich nicht immer alles zum Positiven. Aber es ist auch nicht alles schlechter geworden. Nicht wahr? Mhm. Interessant. Oh. Ich dachte, gerade geht's also für uns doch nicht auf die Autobahn, aber doch. Es geht für uns auf die Autobahn, jawohl. Für die letzten 55 Kilometer fahren wir jetzt nochmal auf die Autobahn und dann ist es vermutlich auch so, dass die nächste Abfahrt dann schon wieder uns gehört. Zumindest die übernächste. Aber ist ja okay. Also um 15 Uhr fahren wir in Würzburg ab und um 15.15 Uhr sollen wir schon wieder rasten. Jo. Gucken, wie wir das hinbekommen. Ob wir dann überhaupt schon aus Würzburg raus sind. Oder mal wieder Rast an einer Tankstelle machen. Wir werden sehen. Meckert mich niemand an. Von wegen, ich wäre wieder zu langsam oder so. Ich hab's geschafft zu bremsen. Ist es denn die Möglichkeit? So, ja, Leute. Okay.
Soll ich schon mal auf die Überholspur wechseln? Ah, im Moment geht das alles nicht. Aber jetzt läuft's ja hier. Glücklicherweise. Kaum zu glauben.